Die Ampelkoalition. Gute Fakten, schlechte Fakten. Pandemie, Ukraine, Inflation sind die Schlagwörter, die unseren Alltag begleiten. Heute zeige ich mal einige Fakten auf, die vielen sicher nicht bekannt sind. Es gibt gute Fakten und es gibt auch schlechte Fakten. Die guten Fakten gibt es am Ende des Videos. Mein Name ist Jutta Martin. Ich bin Diplom-Finanzökonom und Autorin mehrerer Steuerratgeber. Unter anderem des brandaktuellen Ratgebers Steuern sparen für Rentner. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Ich informiere auf meinem Kanal über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Deshalb lohnt sich ein Abo. Bitte erinnert euch, liebe Zuschauer, Gauck sagte am 10. März 2022 bei Maischberger: Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal für ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben. Jetzt schauen wir uns mal die andere Seite an, liebe Zuschauer, und hört bitte gut zu. Der Erweiterungsbau des Bundeskanzleramtes soll bis 2027 abgeschlossen sein und kostet den Steuerzahler schlappe 600 Millionen Euro. 9 abhörsichere Wintergärten für 14 Millionen Euro, eine zweite Kanzlerwohnung und eine Luxuskita für 12 bis 15 Kinder sind geplant. Allein für die Luxuskita sind 2,8 Millionen Euro vorgesehen. Aber es kommt noch besser. Das Bundeskanzleramt mit seinen 25.000 Quadratmeter Nutzfläche gilt ohnehin schon als größte Regierungszentrale der westlichen Welt. Es ist 8-mal größer als das Weiße Haus in Washington und 3-mal größer als der Pariser Élysée-Palast, der bekanntlich ziemlich großzügig ausgelegt ist. Ursprünglich war von 485 Millionen Euro die Rede, aber inklusive Kostenexplosion ist man inzwischen bei 600 Millionen Euro. Voraussichtlichen Kosten nach oben sind sicher keine Grenzen gesetzt. Trotz Rekordschulden muss diese Erweiterung sein und wir werden aufgefordert, für die Freiheit zu frieren. Es ist unfassbar, wie dreist, egoistisch und unverschämt, um es mal gelinde auszudrücken, die deutschen Politiker sind. Zunehmend soziale Leistungen, nicht nur bei der Rente, auch Kompensationszahlungen wegen Inflation und einer noch schnelleren Energiewende müssen finanziert werden. Der Ukraine-Krieg erzwingt weitere Zahlungen. Die jährlichen Rüstungsausgaben sollen aufgestockt werden. Mit der Lieferung von Waffen haben sich Deutschland und weitere NATO-Staaten de facto zur Kriegspartei gemacht. Das Geld für die Waffenlieferung könnte im eigenen Land sinnvoller verwendet werden, zumal die ukrainische Armee der russischen weit unterlegen ist und kaum eine Chance hat, diesen Krieg zu gewinnen. Waffenlieferung bedeutet noch mehr zerstörte Dörfer und Städte und doch größere Opfer unter der ukrainischen Bevölkerung. Das ist meine persönliche Meinung. Von den staatlich bereitgestellten Hilfen können Rentner kaum profitieren. Allein die explodierenden Energiekosten können nicht einfach mal schnell ausgeglichen werden. Eine Energiekostenentlastung zugunsten der Rentner ist nicht vorgesehen. Ach ja, die Rentner heizen ja nicht, weil sie mit ihrer fetten Rente auf Malle überwintern. Insgesamt hat die Ampelkoalition zwar Schritte unternommen, aber für die Rentner tut sie in dem Fall nichts. Naja, wir Rentner können ja frieren. Man sträubt sich Asche aufs Haupt und verweist darauf, dass die Renten ja jährlich mit 100 Milliarden Euro bezuschusst werden und der Staat hierbei ja unfassbar viel leistet. Dass der Staat die Rentenkassen geplündert hat, wird nicht erwähnt. Ja, und weil Deutschland ja jetzt innovativer werden will, wird von der Regierung nun eine dritte Innovationsagentur gegründet. Deutschland wird mit mehr Agenturen aber nicht innovativer, sondern baut einen weiteren Apparat auf und verursacht damit ein Kooperationschaos. 22 Millionen Euro sind insgesamt dafür vorgesehen. Schlüssige Konzepte liegen aber noch nicht vor. Eigentlich wollte man ja einen schlanken Staat fördern.
Es gibt Programme vom Bund, Länder, der EU und den Kommunen. Inwieweit einzelne Programme wirklich was bringen, überblickt keiner mehr. Ja, immerhin sind dafür 22 Millionen Euro eingeplant für dieses Chaos. Statt aufzubauen, sollte hier erstmal abgebaut werden. 60 Milliarden Euro nicht genutzter Corona-Kreditermächtigungen wurden von der Koalition in den Energie- und Klimafonds eingerichtet. Friedrich Merz sprach in diesem Zusammenhang von einer Umgehung der Schuldenbremse. Grüne Politiker haben eine atemberaubende Kehrtwende hinter sich und sich von alten Überzeugungen verabschiedet. Sie kappen ihre pazifistischen Wurzeln und wollen Waffen statt Windräder. Dabei verlängert die Waffenlieferung diesen Krieg und lässt eine diplomatische Lösung in weite Ferne rücken. Schauen wir mal weiter. Die Energiepreispauschale ist zunächst positiv zu sehen, verursacht aber einen bürokratischen Monsteraufwand. Und von Gleichbehandlung ist hier schon mal gar nicht die Rede. Viele Arbeitgeber, gerade von kleineren Unternehmen, wissen überhaupt nicht Bescheid, wie sie das praktisch umsetzen sollen. Eine politische Klatsche erhielt die Ampelkoalition durch das Scheitern der Impfpflicht. Nach dem Aus der Impfpflicht ist die Stimmung in der Ampelkoalition natürlich gereizt. Ablenkung gibt es durch den Ukraine-Krieg. 100 Milliarden Euro, Aufrüstung der Bundeswehr und neue Schulden. Die Ampelkoalition will die Bundesbürger wegen des Ukraine-Krieges entlasten, sagt sie über das geschnürte Entlastungspaket. Darüber habe ich bereits ein Video veröffentlicht. Das Maßnahmepaket des Bundes zum Umgang mit den hohen Energiekosten ist aber ein weiteres bürokratisches Teufelswerk der Regierung. Das muss man mal so sagen. Wir werden die Mitte unserer Gesellschaft schnell, unbürokratisch und sozial gerecht entlasten, so die Regierung. Es ist eine Unverschämtheit. Finanzminister Christian Lindner von der FDP sagte, wir müssen die Menschen und die Wirtschaft angesichts dieser enormen Preissteigerung kurzfristig und befristet schützen. Erinnert ihr euch? Kommen wir mal zu den guten Fakten. Lobenswert ist das Vorhaben der Koalition, das Rentenniveau bei 48% zu stabilisieren. Die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2022 in dieser Größenordnung ist auch positiv. Die Erhöhung des Mindestlohnes zunächst ist ebenfalls ein guter Schritt. Bei 12 Euro Mindestlohn beträgt dieser aber nicht mal 2/3 des Durchschnittslohnes, sondern nur 64%. In einem Interview vom 28. Juni 2021 sagte Scholz, wenn es in Deutschland viele Jobs mit ordentlichen Löhnen gibt, ist die Rente sicher. Leider hat die Anhebung des Mindestlohnes auf 12 Euro nichts mit ordentlichen Löhnen zu tun und auch ist die Rente damit nicht sicher. Das ist meine Interpretation, liebe Zuschauer. Das 9-Euro-Ticket, das für 3 Monate deutschlandweit für den Nahverkehr gelten soll, entlastet vor allem Menschen mit niedrigen Einkommen. Voraussichtlich soll es ab 1. Juni bis zum 31. August 2022 gelten. Für diese 3 Monate ist wieder mal ein hoher administrativer Aufwand zu leisten. Die Umsetzung liegt bei den einzelnen Bundesländern. Ziel des Bundes mit diesem Angebot ist die dreimonatige Senkung des Energieverbrauchs im Pkw-Bereich. Die hier aufgeführten Beispiele machen deutlich, dass gut gemeinte Vorschläge zur Entlastung der Menschen immer mit einem Teufelswerk an Bürokratie verbunden ist. Viele können das nicht verarbeiten und werden so vom Gewinner zum Verlierer. Hier sieht man deutlich, wie realitätsfremd die Politiker sind und Teufelswerke erschaffen. Was ist eure Meinung? Schreibt es unten in die Kommentare, liebe Zuschauer.